Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Caroline und deine Seelenflüsterin. Ein herzliches Willkommen zur Mittwochslegung, ihr Lieben. Und ich starte auch direkt rein. Wie sieht es heute aus? Was erwartet uns noch jetzt den Rest der Woche? Gerade heute, Portaltagsenergie, 2. November. Und wir starten direkt rein. Denkt bitte daran, es ist eine Kollektivlegung. Das bedeutet, es kann nicht alles auf jeden zutreffen. Vielleicht ist nur ein Teil zutreffend, vielleicht aber auch gar nichts. Dann schau gerne in meine anderen Legungen. Oder vielleicht passt sogar alles auf dich. Genau. Und als allererstes möchte ich einmal wissen, welche Mondenergie begleitet uns jetzt am Portaltag und die restliche Woche. Okay. Da haben wir den Neumond in der Jungfrau. Es heißt geben statt nehmen. Das bedeutet so viel wie, okay, dann schau mal diese Woche noch, wo kannst du noch mehr dienen? Wo kannst du noch mehr etwas für Menschen tun? Und schau dir dazu auch gern, das ist sehr passend, die Wochenlegung an. Da ging es auch darum, deine Berufung zu finden, das Ganze auszuleben, etwas für die Allgemeinheit zu tun. Und das spiegelt sich jetzt hier wieder. Okay, brauche ich gar keine Frage stellen. Wir verstehen uns tatsächlich blind. Trautes Heim. Ja, auch hier darfst du dich nochmal zurückziehen, nochmal bei dir zu Hause schauen. Fühlst du dich wohl, so wie es ist? Ich gucke gleich mal eben in dem Büchlein. Scheint da wirklich alles aus deinem Haus? Erkennst du dein eigenes Licht? Ist dort die Harmonie, die dort eingekehrt ist? Lebst du das Ganze? Genau, ich schaue noch mal eben hier ins Büchlein, ob wir hier noch weitere Inspirationen bekommen. Genau, lebst du authentisch? Hast du wirklich oder fühlst du dich auch in deiner eigenen Haut wohl? Hier darfst du noch mal schauen, auch in der Partnerschaft, ist alles so, wie du dir das vorstellst? Wohnt die Liebe jetzt in deinem Leben? Wohnt sie in der Beziehung? Und wie sieht das aus? Vermittelst du auch wirklich das Gefühl von angekommen zu sein? Erhältst du das Gefühl von deinem Partner? Und hier ist auch nochmal die Botschaft enthalten. Ich bin gerade in der Erfolgsbotschaft. Wenn du authentisch handelst, dann gebietest du quasi der Welt, dein höchstes Wohl zu offenbaren. Und mit deinen geschäftlichen Entscheidungen, deinen Investitionen und kreativen Projekten triffst du jetzt den Nagel auf den Kopf. Und das ist auch so, wie nochmal auf die Wochenbotschaft hingewiesen. Es ist tatsächlich so, wenn du jetzt deinem Seelenruf folgst, deiner Berufung folgst, und das bedeutet vielleicht auch eine neue Ausbildung zu machen oder ein neues Hobby. Und da heißt es vielleicht auch erstmal zu investieren, aber du investierst in dich und das wird immer belohnt. Genau. So, jetzt starten wir rein mit den Tarotkarten. Und hier auch nochmal der Hinweis, wenn du dich ausbilden lassen möchtest im Bereich des energetischen Heilens. Ich bin Reiki-Lehrerin und Meisterin und bilde da aus. Melde dich da gerne bei mir. Die nächste Gruppenausbildung für Grad 1 startet nächste Woche am 11.11. und 12.11. Das sind 2 Tage. Melde dich da sehr gerne per Mail. So. Dann haben wir, ich hätte gerne, ach, mal gucken, wie viel kommt. Was sind jetzt so die Grundenergien? Was ist der Tipp? Das Tipp für das Seelenkollektiv hier auf meinem Kanal. Und wovon sollte mein Seelenkollektiv lieber Abstand gewinnen? Was sollte es lieber unterlassen diese Woche? Das solltet ihr lieber lassen, das solltet ihr tun, das ist die aktuelle Energie. Na, nehmen wir das als aktuelle Energie, Vergangenheit. Genau, und dann schaue ich gleich mal aus der Vergangenheit. Hast du wirklich Klarheit, die du jetzt mitbringst? Ja, du hattest vielleicht in der Vergangenheit schon dieses Gefühl von, wuh, es geht ein Stück weiter, jawohl, jetzt bin ich bereit für den Erfolg.
Ich weiß hundertprozentig, was ich möchte. Dir wurde da also wie so eine Chance geboten und du hast dir quasi die Erlaubnis gegeben, dich einmal aus diesem Schneckenhaus rauszuwinden für deine Klarheit. Und wenn ihr mal hier schaut, wir haben hier das Schneckenhaus, wir haben hier das nochmal in den Tarotkarten widerlegt und aus dir raus kommt das Licht. So, diese Energie bringst du mit. Aktuell hast du entweder ganz viel Kraft, du bist in deiner Power, ja, du fühlst diese Löwenenergie. Das heißt, wenn du für etwas einstehen darfst, dann gehst du auch los und du weißt, alles liegt in dir. Es kann aber auch sein, dass du jetzt gerade wirklich noch Unterstützung brauchst. Dass entweder jemand auf dich zukommt, der dir Kraft gibt durch Gespräche, oder dass du wirklich durch deine Geistführer einfach ganz viel Kraft bekommst und weißt, okay, ich schaffe das. Ja, du hast es bis hierhin geschafft und wenn es jetzt gerade noch mal ein bisschen turbulenter ist oder du vielleicht wirklich sagst, boah, ich kann nicht mehr, es war so anstrengend in der letzten Zeit, dass du jetzt einfach die Kraft bekommst. Das solltest du tun. Du darfst dich darauf verlassen, dass irgendetwas jetzt ins Rollen kommt. Vielleicht ist gerade ganz viel, was gleichzeitig passiert, ja? Und das ist so ein Wuff-Erlebnis für dich. Vielleicht deswegen auch die Kraft. Kann auf beides passen. Entweder brauchst du die Kraft genau für dieses Ereignis, was du tun solltest, oder du hast die Kraft in dir und fühlst dich einfach wie so ein, ja, wie so ein Wunderkerzchen, würde ich mal hier gerade so sagen, was jetzt entzündet wird, wo du sagst, jawohl, und jetzt volle Kraft voraus. Es kann auch sein, dass du ein bisschen gestresst bist, weil einfach so viel gerade passiert, dass du jetzt einfach dich darauf verlassen darfst, dass du die Kraft bekommst, die du brauchst. Auf jeden Fall kommt hier wirklich etwas ins Rollen. Vielleicht ein Nachrichtenaustausch, vielleicht auch etwas, was dich erst einmal ein bisschen überwältigt. Wo du sagst, okay, das darf ich erstmal verarbeiten. Generell ist es aber eine schöne Karte, eine positive Energie, die für mich rüberkommt. Okay, was solltest du lieber nicht tun? Wir haben hier quasi einen Abschluss. Und wir haben die Königin der Liebe. Ja, das ist ja witzig. Für mich fühlt sich das so an, als solltest du jetzt gerade dich noch nicht radikal dazu entschließen, ein Kapitel in Bezug auf Liebe, in Bezug auf Herzensangelegenheiten zu beenden. Das kann sein, dass du dir wirklich noch die Hoffnung behalten darfst, die Hoffnung, dass sich etwas positiv für dich ergeben wird. Gib bitte nicht das Vertrauen auf, ja? Also verliere nicht das Vertrauen, wenn es jetzt gerade noch mal richtig einschlägt, wie so eine Bombe. Sondern bleib bei dir. Bleib in deiner emotionalen Stabilität. Ja, so fühlt sich das hier wirklich für mich an, dass du da jetzt keine allzu schnellen Schritte machst, denn es ist so viel gerade los. Aber es scheint mir so, als würdest du hier kopftechnisch auch mit irgendwas überlegen, was du beenden sollst. Und da heißt es jetzt gerade für diese Woche, für den Rest der Woche, sammel deine Kraft. Denn deine Kraft wird gerade noch woanders benötigt. In dem Punkt Emotionen, Liebe und so weiter. Da warte bitte noch, bevor du jetzt einen radikalen Schlussstrich machst oder bevor du eine komplett neue Beziehung eingehst. Lass das Ganze erstmal sacken. Achte wirklich hier auf deine emotionale Stabilität, dass du hundertprozentig weißt, was du willst und wer du bist. Sorge hier also wirklich für den Einklang erstmal bei dir. Ja, triff keine voreiligen Entscheidungen. Ich hätte da gerne nochmal eine Klärung drauf. Eine Klärung auf Königin der Kelche in Verbindung mit der Welt. Was sollte denn hier gelassen werden? Was ist hier noch ein Tipp? Ja, oha, okay. Hier haben wir ihn, ja. Also es fühlt sich... War tatsächlich wahrscheinlich so. Für diejenigen, die sich jetzt angesprochen fühlen, wir haben hier einen Menschen, der sich vielleicht gerade ein bisschen von dir distanziert emotional. Wir haben hier den König der Schwerter. Und dadurch, dass er vielleicht so klar ist und gleichzeitig aber auch so unterkühlt wirkt
und empathielos. Das kann gut sein, dass er gerade sich von dir abgrenzt, ja? Kann das sein, dass das hier wirklich nochmal einen Herzschmerz in dir auslöst? Dieses Mist, Mann, hör mich doch, sieh mich doch, du kannst doch nicht alles jetzt wegschmeißen. Und hier ist der Tipp, hey, gib nicht auf, ja? Also beende das Kapitel noch nicht. Auch er macht ja hier gerade was durch und er wird seine Gründe haben, wieso er jetzt gerade im Rückzug ist. Andersrum, ich versuche es ja wirklich immer groß zu legen, sollte das jetzt nicht auf die Beziehung hinhauen oder auf einen Partner, Partnerin, die in deinem Leben ist oder ein potenzieller Kandidat, Kandidatin, kann es natürlich auch sein, dass es sich hier beruflich um einen Chef handelt. Ja, du hast ganz viel reingesteckt, du hast Klarheit, du weißt, was du möchtest, ist ziemlich viel los, du hast 500 gefühlte Aufgaben gerade um dich rum und dann kommt er hier und honoriert es nicht. Er sieht es nicht, er will es nicht sehen, weil er es vielleicht nicht kann und das tut dir weh und du denkst dir, ich stecke mein ganzes Herzblut hier ins Unternehmen und du siehst mich nicht. Weißt du was, ich schmeiße einfach hin. Ich werde jetzt mal zu deinem Spiegelbild, ich werde jetzt mal genauso unempathisch. Das solltest du bitte nicht tun, ja? Bleib in deiner emotionalen Stabilität, bevor du hier eine zu schnelle Entscheidung triffst. Genau. Dann könnten wir ja noch mal schauen, ich lasse das mal so, was uns die Lenis denn noch als Tipp geben. Haben wir hier noch einen Tipp? Ich hätte, okay. Ja, irgendwas wird hier in der Öffentlichkeit, wo du wirklich öffentlich einfach Kraft brauchst. Vielleicht wirklich mit der Beziehung oder auch im Beruf. Ja, da haben wir den Herrn. Also für diejenigen, die sich angesprochen fühlen, hier brauchst du wirklich Power, was eine gewisse männliche Person angeht. Ja, das kann, wie gesagt, ein Arbeitskollege, ein Chef, ein Freund, ein Soulmate und so weiter sein. Okay, was haben wir denn hier? So, wir haben hier auf jeden Fall eine vom Schicksal gewollte Verbindung, eine Herzensverbindung. Er steht dir eigentlich auch treu zur Seite. Das heißt, das war wirklich schon der richtige Impuls. Der meint es gerade nicht so, ja? Aber er braucht gerade wirklich Zeit für sich. Das macht er nicht, um dich zu verletzen. Aber gib deinem Gegenüber die Zeit mit Verständnis, glaub da an eure Verbindung, egal auf welcher Ebene, ja? Wenn dein Herz dir sagt, es fühlt sich doch gut an, dann kümmere dich erstmal um dich und geben statt nehmen, ja? Dann gib Mitgefühl, rutsch ihm jetzt nicht so auf die Pelle, wenn er sagt, er braucht da seine Auszeit, bitte, dann nutze einfach deine Kraft. Denn, wie gesagt, hier könnte wirklich ordentlich was angezündet werden. Vielleicht auch eine neue Beziehung, die jetzt so richtig wuff aus dem Nichts wieder entsteht. Und das ist, weil ihr einfach eine Schicksalsverbindung habt, ja. Und es kann hier aber auch sein, dass nochmal Glaubenssätze, die sich richtig tief in dein Herz gelegt haben, nochmal angeschaut werden möchten. Glaubenssätze, die du vielleicht auch von, ja, wo du geprägt wurdest in deiner Kindheit, die eigentlich gar nicht deins sind, die jetzt auch nochmal hochkommen und so einen gewissen Herzschmerz machen, wo du sagst, ich will das nicht mehr, weißt du was, ich hau hier einfach ab, tu das nicht, ja, also mach jetzt keine radikalen Entscheidungen. Genau, ihr Lieben, ich würde sagen, die Woche wird nochmal etwas turbulent und denkt bitte auch an den Portaltag. Und die Portaltagsenergie, die wirkt natürlich auch immer schon ein, zwei Tage vorher und auch im Nachhinein nochmal nach. Und wir haben sowieso eine richtig transformierende, meine Stimme, es tut mir leid, ihr Lieben, wir haben eine richtig transformierende Zeit, wo es ja auch immer wieder darum geht, ja, wir schwanken gerade so zwischen Aufstieg oder doch hier bleiben. Und da kommt immer wieder, gerade an den Portaltagen, richtig was hoch. Das kann sich auch darin äußern, dass es dir nicht so gut geht. Migräne, Übelkeit, Schwindel, emotionale Instabilität. Deswegen darfst du hier bitte darauf achten, dass du nicht aus dem Ruder gerätst. Ne? Alles darf sein, aber bleib bei dir, bleib in deiner Mitte.
Wenn hier Herzschmerz kommt, sind das eventuell nur alte Dinge, die nochmal angeschaut werden möchten, Glaubenssätze, die damit verstrickt sind, damit du sie transformierst, damit du quasi bereit bist für diesen Aufstieg, damit du bereit bist für deine eigene Transformation. Und da bleib bei deinem Herzen. Für mich fühlt es hier wirklich sich hier nach einer Partnerschaftsgeschichte an oder nach einer Geschichte zwischen Mann und Frau. Aber wie gesagt, wir können es natürlich auch darauf deuten, auf ein Herzensbusiness, auf der Arbeit. Fühl da für dich rein. Es ist eine kollektive Legung und da möchte ich euch alle immer irgendwie ansprechen. Aber die Karten liegen hier eigentlich sehr eindeutig. Glaub an deine Kraft, bitte um Kraft, wenn du dich erschöpft fühlst. Sorg gut für dich, ja. Also sei sehr achtsam mit dir. Trinke ausreichend, iss ausreichend. Auch wirklich gesunde Nahrung, Lebensmittel, nicht die tote Geschichte der Lebensmittel. Also versuch dich da wirklich frisch zu ernähren, dass du dementsprechend auch die Energie reinbekommst. Du kannst auch energetisiertes Wasser trinken, ist auch während der Portaltage 1A zu empfehlen. Genau, nimm ein klärendes Bad, ein Reinigungsbad mit Basensalz. Und ja, ich danke dir auf jeden Fall fürs Einschalten. Freue mich über jeden Daumen hoch, über jedes neue Abo und aktiviere gerne die Glocke, damit du keine Legung verpasst. Und wie gesagt, hast du Interesse, noch ganz spontan mit einer Gruppenausbildung teilzunehmen, melde dich. Auch eine 1:1 Ausbildung ist möglich. Da ist die Terminabstimmung individuell. Schreib mir einfach eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findest du unten in der Infobox. In diesem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal.